mir vorstelle. Das könnte viel dazu beitragen. Ich nehme eh nur mit 30 FPS auf, von daher macht das für euch absolut keinen Unterschied. Und meine Augen sind zu schlecht, um den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS zu erkennen. Von daher macht es für uns alle keinen Unterschied. Hallo Schmutzfleck. Eine Kerze hat ein Lichtlevel von 3. Das heißt, man kann das Lichtlevel gezielt auf 3, 6 und 9 einstellen. Nö, dann benutze ich meinen Switch-Controller erstmal weiter. So, Mitte Dezember im Let's Play. Naja, ihr habt den Wellenbrecher-Lockdown überstanden. Ihr freut euch auf Weihnachten. Zumindest stelle ich mir das so vor. Die Corona-Zahlen sind gesunken auf 3000 Neuinfektionen pro Tag. Es hat alles wunderbar geklappt. Ihr könnt Weihnachten mit den Familien feiern. Happy End. Das ist jetzt so das, was ich mir vorstelle und euch natürlich auch wünschen würde. Die Realität erfahre ich dann erst in einem Monat. Naja, anderthalb. Ich bin gespannt, wie sehr meine Vorstellung und die Realität übereinstimmen werden. Ja, ich ernte auf jeden Fall schneller, als der wegpacken kann. Och nö. Wieso? Vor allem immer Exit Code 0.
Hab auch schon gegoogelt danach und alles angeguckt, nix. Keine Ahnung. Es nervt auf jeden Fall. Es macht einen auch so ein bisschen den Spielspaß an Minecraft kaputt. Meine Meinung dazu ist, dass das Wahlsystem in der USA total beschissen ist. Nicht transparent, nicht übersichtlich und vor allem wiegen Wähler in verschiedenen Staaten unterschiedlich viel. Was natürlich bedeutet, dass rein wahltechnisch nicht jeder Mensch gleich viel wert ist. Und ich finde, gerade in einer Demokratie sollte das auf jeden Fall gegeben sein. Ich hoffe natürlich, dass Trump verliert. Ich denke, da sind sich alle Europäer einig, dass der uns nicht noch 4 Jahre auf der Nase rumtanzen kann. Außer vielleicht ein Putin, der sehr davon profitiert, wenn die USA schwach ist. Aber das westliche Europa ist da, denke ich, einheitlicher Meinung. Ah nee, Johnson. Der ist natürlich auch pro Putin. Die teilen sich ja immerhin auch eine Frisur. Ja, pro Putin, pro Trump. Jetzt kommen wir hier komplett durcheinander. Es wäre halt auch wirklich wünschenswert, wenn nach den ganzen Eskapaden der letzten Jahre endlich mal ein bisschen ruhigere Zeiten kommen mit einer Politik der Versöhnung in den USA anstatt einer der Spaltung. Ah, doch, zwischen Trump und Putin sind schon. Wenn man genau hinguckt, tun sich da wirklich Abgründe zwischen den beiden auf. Nicht, dass ich jetzt einen davon besser finde als den anderen. Trump ist eher sowas wie ein
Vulkan. Unkontrolliert bricht aus, wann er will. Während Putin durch seine Vergangenheit auch als Chef der Spionageabteilung halt einen gewissen Weitblick hat. Er geht sehr kühl und planend vor. Ist eher vom Typ her ein Eisberg als ein Vulkan. Weiß genau, was er tut, wann er es tut und wie er sich hinstellen muss, um dann auch die Titanic im richtigen Winkel zu treffen. Beide sind auf ihre Art und Weise verheerend für die Welt. Trotzdem sind sie vom Charakter her total unterschiedlich.